Sony Computer Entertainment presents Supermassive Games. Until Dawn! Der Schmetterlingseffekt. Der Flügelschlag eines winzigen Schmetterlings heute kann in einigen Wochen zu einem verheerenden Hurrikan führen. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Deine Handlungen formen den Verlauf der Geschichte. Deine Geschichte ist eine von vielen Möglichkeiten. Wähle deine Handlungen mit Bedacht. Sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Werner hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Mike? Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Until Dawn. Naja, das ist ja das klischeebehaftete Treffen von Jugendlichen in einer schönen, exquisiten Holzblockhütte mitten im Wald, im Nowhere. Draußen schneit's und drinnen sollte Party, Alkohol, Fun, Dance, Sex, was auch immer herrschen. Ja, wir haben eine reizende Rückenansicht hier und sehen an der Bar da drüben zwei Penner liegen, die wahrscheinlich schon ziemlich voll und abgefüllt sind mit Alkohol. So, mit dem linken können wir steuern. Alles klar. Können da herumgehen. Hi. So. Ah, die schnorchen aber ordentlich, die Jungs. Da fliegt aber ziemlich viel Staub durch die Luft. Hi. B.
Benutzt den rechten Stick zum Umsehen. Schimmernde Objekte können untersucht werden. Okay, dann machen wir das gleich einmal. Halte R2 gedrückt, um die Flasche zu nehmen. Halte R2 gedrückt und benutze den rechten Stick, um Objekte zu untersuchen. Hey, Jeremiah Gregg, sind 1794, 12 years. Mada. Ist zwar noch relativ jung, 12 Jahre, relativ jung, aber naja, gut, für die Jugendlichen reicht's, damit sie so an der Bar ausufern und ins Leblose hängen. Ja, die können wir da drehen und dann stellen wir es wieder zurück. Shit, Josh. Wieder einmal hast du uns alle übertroffen. Naja, der Josh ist im Arsch. Definitiv. Was sauft er also für, wenn er es nicht vertragt? Man weiß es nicht. Das ist das jugendliche Komasaufen. So, was haben wir da? Ein Zettel. Und dann schauen wir mal. Hannah, du siehst in dem Shirt so heiß aus. Aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Dein geiler Mike. Triple X. Naja, das ist eine klare Aufforderung. Gott. Was hat unsere naive Schwester jetzt wieder vor? Das ist ja wohl klar, oder? Habt ihr eine Nachricht bekommen? Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Oh, ja, ja. Sie zieht sich das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Matt. Was wollt ihr denn hier? Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah. Benutze den rechten Stick... An. Leute, da draußen ist jemand. Was zum... War etwas zu schnell? Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Sollen wir ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Drücke die richtige Aktionstaste, oh, bevor die Zeit abläuft. Sicher oder schnell? Sicher oder schnell? Sicher oder schnell? Was nehmen wir? Jetzt geht's mal um die Zeit. Das ist natürlich ganz, ganz gut, wenn es draußen so stürmt und schneit und man den Wald nicht gut kennt, dass man dann einfach blöd in den Wald reinläuft. Aber das ist ja halt klischeebehaftet und damit wollen wir es da im Spiel natürlich haben. Fußspuren folgen oder Geräusch folgen. Also rein von der Logik her würde ich mal sagen, wir folgen den Fußspuren. Ein Geräusch kann alles sein im Wald. Fußspuren sollten aber doch von Hannah sein. Deshalb nehmen wir diese. Oh oh. Schöner, 14 Ender wieder wahrscheinlich. Ah, die laufen eh weg, okay. Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hannah! Wo steckst du? Das Touchpad wie dargestellt. Machen wir Slide to open. Hannah!
kannst den Lichtstrahl mit dem rechten Stick führen. Aha, gut. Was würden wir machen, hätten wir nicht die modernen Handys mit? Wie hätten wir damals unsere Schwester Hannah gesucht? Halte L1 gedrückt, um schneller zu gehen. Hallo? Hallo? Da sind doch keine Fußspuren mehr im Schnee. Ich dachte, wir folgen den Fußspuren unserer Schwester, aber irgendwo im Moment sehe ich nur meine Spuren, aber nicht die von meiner Schwester, oder? Bin ich hier blind? So, was haben wir da? Todestotem. Naturvölker glaubten, dass Schmetterling Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totemfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidest darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Schwarz, Tod. Der mögliche Tod der Person, die es findet. Oh. Warum ich? Okay. Ich suche doch nur meine Schwester. Diese bescheuerte Kuh läuft mitten in der Nacht. Durch den Wald. Was ist das? Gibt hier Drachen auch noch, oder was? Mit kurzen Ärmeln auch noch. Also, na gut, Army Kids. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Sieht ein wenig nach Predator aus. Hannah! Beim Todestotem gesehen haben. Mein Gott. Dr. R.J. Hill. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig
sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Okay. Was sehen wir da? Eine Scheune, ein Maisfeld und eine Vogelscheuche. Eine große Scheune, eine dunkle Vogelscheuche und ein dichtes Maisfeld und blauen Himmel. Okay. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Ich bin glücklich, ich bin nervös. Nö, nervös macht's mich nicht. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Es ist friedlich. Der Sonnenschein. Blauer Himmel. Maisfeld. Verstehe. Ist wie Urlaub. Welches Wort beschreibt am besten dein Verhältnis zur Dunkelheit? Ich bin depressiv. Ich habe Angst. Weder noch. Ich bin weder depressiv, noch habe ich Angst in der Dunkelheit. Aber wir müssen hier wählen. Wir müssen wählen. Und was nehmen wir? Haben wir Angst in der Dunkelheit? Oder sind wir depressiv? Nö, okay. Oh, Angst. Wirklich. Sehr interessant. Wo ich herkomme, ganz im Norden von Schweden, sind die Nächte 18 Stunden lang. Warum glaubst du, hast du Angst vor der Dunkelheit? Jedermanns Angst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, hat jedermann Angst in der Nacht vor der Dunkelheit? Ich glaube nicht. Gibt solche und solche Menschen. Oder sie haben es und geben es nicht zu. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Tja, eine völlig natürliche Furcht. Dunkelheit ist tatsächlich das Ungesehene und folglich das Unbekannte. Und was wäre mehr Grund zur Furcht als die Schrecken der Unsicherheit? Oh je. Offenbar ist die Zeit um für diese Sitzung. Wir sehen uns wieder. Bald. Bis dahin empfehle ich dich fernzuhalten von dunklen Orten. Für das brauchen wir einen Psychiater. Das hätten wir so auch gewusst. Und wer sind wir eigentlich? What is this that I can see with eyes?
Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood-Winterausflug. Ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Ja! Yeah. Sam, Hannas beste Freundin, gewissenhaft, umsichtig, abenteuerlustig. Okay, das ist also die Sam. Hallo? Ist jemand hier? Weg zur Seilbahnstation 21:02 Uhr. Okay, wieder mal Rückkehr zum eigentlichen Ort. Tutorial, du kannst den rechten Stick benutzen, um die Kamera zu schwenken. Aha, okay. Ein Tor mit einem Raben.
Blackwood. Blackwood Pines. Da fehlt das O. Oh, das hängt ein bisschen weiter nach unten. Okay. Das hat sich schon gelöst. Blackwood Pines. Da haben wir einen Zettel. Und was sagt uns dieser Zettel? Oh, was? Das Tor ist kaputt. Klettere verdammt drüber, Chris. Oh, Scheiße, lassen wir's. Okay. Es geht heute wirklich nicht auf. So, da drüben blinkt etwas. Wir haben die erste Turnstunde vor uns. Hochklettern. Gut. Schnell oder sicher? Ne, wir wollen es nicht übertreiben. Wir haben keine Eile. Wir gehen auf Nummer sicher. Klettern. Wir bleiben bei Nummer sicher. Und schon sind wir oben. Na wunderbar. Gut. Wer beobachtet uns hier? Wer beobachtet uns? Ein Eichhörnchen. Wenn das Nicht-Bewegen-Symbol auf dem Bildschirm erscheint, haltet den Controller so ruhig wie möglich. Echt süß. Wenn du unsicher bist, was du als nächstes tun solltest, kannst du dein aktuelles Ziel durch Drücken von R1 anzeigen. Okay, Sam. Eigenschaften: ehrlich, hilfsbereit, witzig, tapfer, romantisch, neugierig. Beziehungsstatus zu Ashley, Chris, Emily, Jess, Josh, Matt und Mike. Aktuelles Ziel: gehe zur Seilbahnstation. Okay. Ehrlich, hilfsbereit, ausgeprägt, witzig, sagen wir weniger, tapfer, ausgeprägt, romantisch und neugierig. Romantisch weniger, neugierig, naja, gut in der Mitte. Wer ist nicht neugierig? Und der Beziehungsstatus zu allen hält sich schön in der Waage. Wir haben zu allen die gleiche gute Beziehung. Naja, ist ja nicht schlecht. Das ist okay. So, was geht hier weiter? Da gibt es Hinweise. Okay. Da gibt es 1952 auch Hinweise. Hinweise. Und da sind die Totems, die wir bis jetzt gefunden haben. Tod haben wir eines. Das ist dieses hier. Neu. Von Beth auf dem Berg gefunden. Eins von sechs Totems. Okay. Ich meine, ich bin gar nicht so aus drauf, dass wir die restlichen fünf Todestotems auch noch finden. Dann gibt es noch Führung, Verlust, Gefahr und Glück. Na, Glückstotem wäre doch mal was Tolles. Führungstotem auch. Verlust, Gefahr weniger. Todestotem. Habe ich genug. Also eins reicht komplett in der Sammlung. Brauche ich nicht noch mehr. Schmetterlingseffekte. Geht dich nichts an. Okay. Haben wir noch nicht. Und da ist der Beziehungsstatus. Okay. Diese Seiten im Menü gibt's. Haben wir die durchgeschaut. Kennen wir uns aus. Machen wir uns weiter am Weg. Durch die schöne, verträumt beleuchtete Schneelandschaft mitten im Wald. Ich meine, es hat schon was Schönes an sich, ja. Ich meine, wenn da jetzt nicht gerade irgendwie Tod und Unheil blühen würde und wir wissen, das wird es, sonst hätte es das Spiel da nicht gegeben, wäre es eigentlich romantisch cool, oder? Wer möchte nicht zu Silvester auf einer schönen, verlassenen Hütte im Wald oder am Berg oben feiern, ne? Wir wollen halt das zum Silvester. Die machen das halt, wenn es ihnen gefällt. Name eine Tafel. Cool. Ein Indianer. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesem Berg lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft.
Die Farbe des Schmetterlings symbolisiert die Art der Prophezeiung. Tod, schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr, rote Schmetterling warnten vor einer Gefahr. Verlust, braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung, gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Und Glück, weiße Schmetterlinge brachten Träume von Glück und Segen. Ja, die wo immer. Wir nehmen weiße Schmetterlinge. Wir nehmen gelbe Schmetterlinge. Und wir nehmen rote, die warnen vor einer Gefahr. Braun, Tragödien, Tod, schwarze, braucht man nicht. So braun und schwarz können wir streichen aus dem Spiel. Den Rest, den nehmen wir. Weiß präferiert. Ach nee. Während du dich umsiehst, kannst du Totem-Artefakte entdecken. Wenn du ein Totem aufhebst und umdrehst, siehst du einen farbigen Schmetterling und eine Vorahnung einer möglichen Zukunft. Bitte lass es nicht schwarz sein, bitte. Das wäre ja für den Anfang schon mal heftig, ja? Dreh das Totem. Gelb. Führungstotem. Okay. Gelb nimmer. Die Zukunft ist ungewiss. Ob die Prophezeiung wahr wird, hängt von deinen Entscheidungen ab. Na gut. Meine Entscheidung ist, wir gehen. Drück jederzeit R1, um deine Totensammlung anzusehen. Die haben wir eh gerade vorher angesehen, außer dass zum Schwarzen jetzt ein Gelbes dazu kam. Hey, schaut cool aus. Die fetten Berge. Krass. Wow. Gefällt mir. Ich bin Alpenmensch. Ich mag Berge. Ich mag Berge irre. Meer ist auch schön, aber Berge sind besser. Was haben wir da? Graffiti, so weit hier oben. Die Vergangenheit liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das stimmt. Das stimmt. So, da dürfte schon die Seilbahnstation sein. Chris, bist du hier? Mal schauen. Mount Madahe. Okay. Da ist zugesperrt. Was haben wir da? Da ist ein Rucksack. Hey. Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Im Rucksack kaum. Hallo? Was haben wir denn hier? Tasche schließen und herumschnüffeln. Nee, mir ist nicht nach Schnüffeln. Ich würde lieber nicht in den Sachen von Chris. Der Schmetterlingseffekt erscheint, wenn deine Handlungen die Geschichte des Spiels verändert Chris? Haben. Sam, hey, du bist hier. Chris ist verknallt in Ashley. Methodisch, beschützerisch und humorvoll. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Na, ich hoffe, es haut mich im positiven Sinn um und nicht im negativen. Wo er auch immer hin will mit uns. Was blinkt da? Warte, ich muss da noch kurz. Hinweis entdeckt, Steckbrief. Gesucht Milgram Victor. Geschlecht männlich. Größe. Wer hat das wohl geglaubt? Größe. Komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Schnauze. Geschlecht männlich, Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse Blackwood Pines. Zuletzt gesehen 16.03.1998. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood, Police Monty, Provincial de Blackwood, Juli 1998. Na, das hängt schon länger da. Wenn die den bis jetzt nicht gefunden haben, vor allem ist der Kopf oben weggerissen gewesen. Da weiß man nicht einmal, wie der jetzt ausschaut.
Naja, das ist jetzt immerhin 18 Jahre her. Da wird er doch... Nee, was rede ich für Blödsinn? Ja, 18 Jahre ist es her. Doch, stimmt schon. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Komm schon, das sind coole mir? Babys! Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Schießstand, okay. Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay, los geht's. Wir steuern jetzt also den Chris. Da haben wir Ziele. Okay. Einmal. Okay, ich bin böse. Ich bin böse drauf. Bin mal so dreist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feinsten. Na, das glaube ich nicht, Kleine. So, dann probieren wir es gleich nochmal. Zack, die Flasche. Jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Hey, du lebst gefährlich da, mein Freund. Aber keine Sorge, ich mache dir nichts. Warum sollte ich auch? Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Naja. Hey Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Oh, wir können jetzt den Chris steuern. Hat es einen Wechsel gegeben von den Charakteren her? Okay, interessant, interessant.